begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vor ein paar Tagen saß ich abends mal wieder länger in unserer Abteikirche und betrachtete in Ruhe unser großes, berühmtes Apsismosaik von Jesus, der dort segnend die Hände ausbreitet mit dem aufgeschlagenen Evangelienbuch. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr das, was ihr immer wieder im Blick habt, plötzlich mit ganz anderen Augen seht. Und mein Blick fiel auf die ersten Worte im aufgeschlagenen Evangelienbuch: Ich bin. Und mir wurde klar, dass nur Jesus von sich wirklich sagen kann, dass er ist. An meinem Sein fehlt immer irgendwas. Ich bin noch nicht vollständig, wenn ich meinen Weg zu Jesus nicht gefunden habe. Und vielleicht kamen deswegen immer und immer wieder Menschen zu Jesus und haben ihn gefragt, wer er denn ist. So auch im Johannesevangelium: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Jesu Aussage, ich bin, bringt ein Selbstbewusstsein rüber, das nur er haben kann. Denn er ist nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen da. Und das schaffen wir leider immer nur anteilig. Bitten wir um die Kraft, dass wir unser Dasein in Jesus Christus finden, dass unser Dasein in ihm völlig aufgehen kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du bist der, der für uns da ist, für jeden Einzelnen von uns. Dein Dasein erst vollendet uns und führt uns zu einer Ganzheit, die wir aus uns selbst nie erreichen können. Schenke uns, dass wir aus deiner Fülle leben, nach deiner Fülle streben und einst in deiner Fülle die Ganzheit finden, nach der unser Leben sich sehnt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.